Ja, Kenny Kronholm, am Freitagabend geht es gegen Erzgebirge Aue. In der Hinrunde haben wir das Spiel leider in der letzten Minute noch verloren. Wie wollen die Störche das Rückspiel angehen, um zu gewinnen? Grundsätzlich erstmal so wie immer. Also wir werden versuchen, unseren Stiefel durchzudrücken. Wir wissen, dass das Aue eine Mannschaft ist, die sowohl zweikampfstark als auch spielerisch in einer guten Form ist. Darüber hinaus erzielen sie noch gute Ergebnisse. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt. Aber wir wissen auch, was wir dagegen bringen müssen, damit wir die 3 Punkte im Holsteinstadion lassen. In der Ostkurve stehen die ersten Pfeiler der neuen Tribüne. Freust du dich schon darauf, in beiden Halbzeiten Support im Rücken zu haben? Ja, absolut. Ne? Also es war jetzt ein langes Hin und Her. Und man hat es ja schon im Pokalspiel gesehen, was das gleich für ein anderes Bild, ein Stadionbild ist, wenn man da auf dem Platz steht. Und natürlich auch auf die Lautstärke freue ich mich auch. Hoffe, dass das jetzt zügig vorangeht. Dann viel Erfolg für das Spiel gegen Aue und ja, bis Freitag. Jo, bis Freitag. Ja, Kenny, wer die Berichterstattung im Trainingslager verfolgt hat, der weiß, dass du kein Freund von 0815-Fragen bist. Tees musst du da so ein bisschen drunter leiden. Also sprechen wir doch mal kurz über dich. Puh, das war ja klar. Hast du eigentlich schon einen Sponsorenvertrag von Doppelheads angeboten bekommen? Nee. Also ich habe die Frage jetzt schon öfter gehört, die letzten paar Wochen. Ich verstehe die Frage nicht so ganz, weil ich habe ja eigentlich... Wenn es um mich geht, oder wenn man mich fragt, habe ich ein absolut reines Gewissen und bin da auch relativ entspannt, was die Aktionen da hinten in meinem eigenen 16er oder auch kurz vorher da angeht. Deswegen, es hat jetzt mal nicht geklappt, ne? Gegen Greuther Fürth war das, aber dennoch werde ich meinem Spielstil treu bleiben. Ja, das wäre auch die nächste Frage. Viele Fans zerreißt einfach die Spannung, wenn das Aufbauspiel über dich läuft. Ja, kannst du ihnen irgendwas mit auf den Weg geben, dass die vielleicht ein bisschen entspannter auch die Spiele zuschauen können? Nein, das macht es doch auch aus. Ne? Die Leute wollen doch ins Stadion kommen und wollen sich aufregen, wollen sich freuen, wollen jubeln, wollen weinen, wollen ihr Bier und die Currywurst trinken. Und ich glaube, das macht doch diesen Flair im Holsteinstadion gerade aus. Ne? Und natürlich will man sich dann auch über den Torhüter von Holstein aufregen oder sich freuen, weil er gehalten hat. Und ja, aber jetzt Spaß beiseite, ich spiele das ja nicht so, weil ich, keine Ahnung, bei den Fans gut ankommen will, sondern einfach, weil es zu unserem Spiel gehört. Wenn man jetzt hier ganz kurz hier mal kurz einen Schwenker hinmacht. Ah, das ist leider zu spät. Spaß beiseite, wir wollen das so spielen und wir spielen es auch gut. Meiner Meinung nach ist das auch effektiv, was wir spielen. Und deswegen werde ich, wie schon gesagt, meinem Spielstil treu bleiben und ja, alles tun, damit ich meiner Mannschaft helfen kann. Ist der Trainer übrigens, ne? Ist der Trainer übrigens, der hier gerade Faxen macht? Und eine letzte Frage. Das geht online, Coach, ne? Hätte mal mein Stuhl sauber. Okay, letzte Frage. Viele dürfte deine neue Frisur überrascht haben. Warum hast du dich von deiner Matte getrennt? Gibt es einen Grund? Matte? Ich wollte einfach mal, ich renne seit 5 Jahren mit der Frisur rum und ich wollte einfach mal was anderes. Und außerdem ist es pflegeleicht, jetzt kommt der Sommer wieder und das war vielleicht so der Frühlingsbeginn quasi mit dem Abschnitt der Haare. Danke. Viel Spaß bis Freitag. Danke.